So, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, Call of Duty Ghosts, heute rausgekommen. Auf geht's. Ich spiele die Kampagne. Ich denke, das ist ein guter Einblick fürs Spiel. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe eben nur schon mal kurz reingeschaut, wegen der Lautstärke des Spiels, dass alles passt. Ich hoffe, es passt alles. Wenn es nicht passt, schreibt es in die Kommentare, wenn entweder ich zu laut, zu leise bin, beziehungsweise das Spiel zu laut oder zu leise. Neues Spiel. Ja, will ich. Wir spielen auch Soldat. Ich habe schon öfters Shooter auf höheren Schwierigkeiten gespielt, aber da kommt das. Kann es passieren, dass ich ausraste und das möchte ich gerne vermeiden. Also spielen wir auf Soldat. Auf geht's. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger. Gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mag ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ja, hören wir doch mal auf unseren Vater und gehen ihm nach. Eine typische Lagerfeuergeschichte würde ich das mal nennen. Oh. Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Lululululu. Noch eins? Ich ahne nichts Gutes. Der Wind wird auch stärker. Oh, oh. Dad, was passiert hier? Vorsichtiger fahren könnten sie ja auch. Ah, wie heißen Logan? Interessant. Ich komme doch schon. Das wird teuer. Wovon zur Hölle hat der geschafft? Was ist Odin? Komm schon! Doch wir werden das auch nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Hilf mir hier! Okay. 3, 2, 1.
Vor 15 Minuten. Bodenkontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Okay. Roger, wir bereiten Luftschlossen vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. Wow. 5 Meter, Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv, beginne Einzug. Verstanden, Shuttle. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingepackt. Gute Steuer. Becker, hilf mir beim Entladen. Ja, ja. Büse. Wollen wir die mal aufmischen? Baker, Achtung, da wird noch mehr! Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen gewählt. Ziel Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Oh Gott. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Ich ahne nichts Gutes. Überhaupt nichts Gutes. Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin-Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Wir nach. Wir detonieren in 3, 2, schon irgendwie was von Dead Space, meiner Meinung nach. Also nicht so gruselig.
Ah, dahin. Da darf ich nicht durch. Das ist gemein, ich wollte nur durch das Fenster. Komm hier rauf, Logan! Lauf weiter, weiter! Oh. Oh, oh. Call of Duty Ghosts. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind.